So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal einen Aftermath-Epilog-Booster bekommen. Vielen Dank an den nobelen Spender der nächsten gefühlt 20.000 Videos. Wir gucken uns heute an Aftermath. Ich habe euch schon mal einiges an Aftermath-Boostern gezeigt. Die hier sind halt gesponsert, beziehungsweise nicht gesponsert, sondern geschenkt worden. Gesponsert wäre was anderes. Und da müsste ich das da oben angeben. Was es aber nicht ist, ist keine Werbung. Wir gucken uns mal an, Aftermath, Reckless Handling. Eine Karte, die ich finde, die sehr unterschätzt wird. Zwei Mana wird gesucht, unser Decknamen Artefakt, nehmen es auf die Hand, mischen unsere Hand und werfen eine random Karte ab. Wenn ein Artefakt abgeworfen wird, fügt das Ding 2 Schaden zu. Und ich muss sagen, ganz im Ernst, die Karte wird total unterschätzt. Es ist wirklich ein starker Tutor, gerade auch für Commander und ähnliches, für Monorot Commander, Tutoren für einen Artefakt. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Dann haben wir Goldforged Topterix. Ein blaues, ein weißes Dinosaur Topter, weil es ein Arode Dactyl heißt es, glaube ich. Oder ist das das Pokémon? Es kann auch sein, dass das Pokémon ist. Petramander? Nee, ist auch ein Magic-Karte. Ihr wisst, welches Dinosaurier, wie ich meine. 1-3 Lifelink fliegend. Jede legendäre Kreatur, die wir kontrollieren, hat Ward 2. Er selber ist nicht legendär, oder sie, was ich sehr schade finde. Das hätte eben noch gut gestanden. Wirklich. Dann haben wir Pianana, Consul of Revival. Ein weißes, ein rotes, 2-3 Top, da haben Eile. Der da zum Beispiel. Und immer wenn wir ein Land aus dem Exile spielen oder eine Karte aus dem Exile casten, kriegen wir einen 1-1 farblosen Top da Token mit fliegend. Sehr cool. Filter Out. In voll. 3 Mana instant. Wir bringen alle Nicht-Land, Nicht-Kreaturenkarten zurück auf die Hand ihres Besitzers. Starke Karte, mehr Erfolg. Habe ich einen Deck-Tag zugemacht oder kommt ein Deck-Tag zu? Ich bin mir nicht ganz sicher, wann dieses Video rauskommt. Dementsprechend, ich bin gerade dieses Mehrfolg-Deck-Tag gleich am Machen. Das ist das Video hier nach. Dementsprechend könnt ihr sehen, wie hart verschoben die teilweise sind. Und könnt ihr mal reingucken. Filter-Out, Megakarte im Mehrfolg. Und wir haben ein Reckless Handling. Das ist das da in einem echt, echt schönen Artwork. Ist das hübsch. Das ist wirklich hübsch. Ich mag den Zendikar-Frame. Dazu noch ein 1-1 Elementar, was? Ein Steinbock in der Bibliothek. Ja, das war's schon. Wie ihr wisst, Aftermath hat wenig Booster, dementsprechend. Nee. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I Black Seed. Ciao, ciao.